It's like a kiss from an angel when I see you walking in that door. I've been blessed when a stranger came along for me to adore. Hallo und willkommen zu einem neuen Update von mir. Ja, ich bin wieder da nach langer Zeit, gefühlten Jahrtausenden. Nein, Quatsch. Ja, ich bin total aufgeregt, weil ich euch so viel zu berichten habe. Und ich will auch direkt anfangen und begrüße euch erstmal zu meinem neuen Update. Und ich glaube, wir haben ziemlich viel verpasst. Deswegen, ja, nicht lang schnacken, fangen wir an. Und zwar hatte ich euch berichtet von, ich glaube, der 4. bis 9. Woche. Und ja, deswegen machen wir gleich weiter bei der 10. Woche. Nicht wundern, warum ich immer mal nach unten gucke und ich glaube, irgendwie bin ich schief. So. nicht wundern, warum ich immer nach unten gucke, aber ich habe mir das hier alles mal aufgeschrieben, weil Pregnancy Brain, oh mein Gott, dazu kommen wir aber gleich. So, die 10. Woche ging von mir von dem 19.09. bis zum 26.09. Dazwischen hatte ich mal Geburtstag, ein Jahr älter geworden. Und zwar, was ist denn in der Woche passiert? Ich hatte Stimmungsschwankungen, ich hatte Brustspannen und Müdigkeit. Ich hatte einen Arzttermin. Babykino, also Ultraschall. Ich habe ein halbes Kilo abgenommen und das Baby war bis dato 2,5 Zentimeter groß und ich habe auch ein Ultraschallbild gekriegt, das ich euch jetzt präsentieren werde. Ich muss allerdings ein bisschen kramen, denn ich glaube, ich muss gerade mal spicken. Was für ein Datum das? 16.09. Ja, genau. Ich weiß allerdings nicht, ob man da so viel drauf erkennen kann. Also wirklich so ganz, ganz mini-mäßiges kleines Babychen. Und hier auch nochmal da. Ich zeige euch das mal mit dem Kuli. Hier ist der Kopf. Und, ach, jetzt blendet das so doof. Der Fernseher läuft im Hintergrund. Hier ist der Bauch und da sind die Beine. Ich glaube, den schalte ich mal aus. So. Wir können weitermachen. Das war es eigentlich auch schon mit von der 10. Woche. Deswegen ja, gehen wir gleich fließend über in die 11. Woche. Die ging von mir von dem 26.09. bis zum 3.10. Und zwar hatte ich in dieser Woche leichte Schmierblutungen, mal wieder, aber mein Progestan lässt mich ja nicht alleine. Ich war sehr schnell außer Puste und ich bin irgendwie abgeschnitten. So. Ich hatte trockene Hände bis sehr trockene Hände. In der Brust hat es ziemlich gestochen, gezogen. Ich denke mal, es ist einfach, dass sie einfach gewachsen ist. Mein Fable bzw. mein Hit für Getränke und Essen. Ja, was hatte ich denn da? Lieblingsgetränke. Zitronenlimette mit braunem Rohrzucker. Also das könnte ich jetzt immer noch trinken, aber ich habe mittlerweile schon etwas Neues entdeckt. Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit. Ja, das hat bis heute nicht nachgelassen. Das war es auch schon mit der 11. Woche. Entschuldigung, wenn ich das alles so runterratter, aber die Zeit, ich will nicht immer so elendig lange Videos machen, deswegen verzeiht mir das. In der 12. Woche. Die ging bei mir vom 3.10. bis zum 10.10. Da war ich sehr müde, reizbar.
Ich hatte extreme Stimmungsschwankungen, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, extrem sauer oder schnell irgendwie, ja, keine Ahnung, angepisst, sage ich jetzt mal so. Ich habe mich sehr aufgebläht gefühlt, also nicht, dass ich jetzt irgendwie Blähung hatte oder so, sondern ja, mein Bauch war irgendwie so aufgebläht irgendwie halt, wie als hätte man mich aufgepustet. Ich hatte sogar Wassereinlagerung in den Gelenken, also in den Kniegelenken. Und ja, Sodbrennen hatte ich, extremen Durst. Gegen Sodbrennen habe ich jetzt so noch nichts gemacht, weil es einfach noch nicht so extrem war. Und deswegen, ich habe es ausgehalten und es ging dann auch wieder weg. Immer noch schnell außer Puste. Lieblingsgetränk immer noch Zitronen, Limetten, Limo. Am liebsten die von Vio. Die kann ich euch auch gerade mal zeigen, weil die muss bei mir immer in Griffnähe stehen. Das ist diese hier. Und oh, die trinke ich am allerliebsten. Oh, ich liebe es. Ja. Ach so, und Malzbier war auch in dieser Woche mein Favorit, also das hat echt, das musste immer da sein. Keinen sonderlichen Appetit auf Süßes. Ich habe es mir dann und wann schon ein bisschen bequem gemacht, gerne mal so abends vom also auf dem Sofa, vom Fernseher so ein bisschen, ja, war dann schon ganz schön. Also man hat sich dann so ein paar Kissen zusammengesucht und überall hingelegt und ja, war dann schon sehr entspannt manchmal. Langes Wegbleiben am Wochenende nicht möglich, weil wir waren in dieser Woche an dem Wochenende mal bei meiner Schwester, beziehungsweise ja, mit ihrem Freund zusammen in der Darthalle, weil die haben jetzt eine eigene Darthalle und es gehört eigentlich überhaupt nicht zum Schwangerschaftsupdate, aber ja, meine Schwester und ihr Freund, die hatten halt Einweihung und da mussten wir natürlich auch mit dabei sein, aber ja, länger die 12, glaube ich, es ist nur 12 Uhr gegangen, ja, das war dann das Höchste der Gefühle und dann musste ich nach Hause, ich war erschöpft und müde und war einfach nur froh, als ich im Bett war. Ich hatte einen Frauenarzttermin. Mein Blutdruck war an diesem Tag 120 zu 70. Ich hatte schon wieder ein halbes Kilo abgenommen. Baby hat gestrampelt wie wild auf dem Ultraschall und war dann an diesem Tag 6 cm groß und hat sich super entwickelt. Davon habe ich bestimmt auch noch ein Foto. Bestimmt, ja. Das war ein Tag nach meinem Geburtstag. Nein, Quatsch, war es nicht. So. Und zwar ist hier der Kopf und da ist die Nabelschnur. Da ist so, da verläuft der Rücken entlang und hier ist so ein Beinchen. Ja, und hier nochmal Kopf, hier ein Ärmchen oder Nabelschnur, das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Hier der Bauch so und da so ein kleines Füßchen, Beinchen. Voll süß. Ja, das war die 12. Woche, da ist echt ziemlich viel passiert, muss ich sagen. In der 13. Woche war ich zu Anfang sehr appetitlos, erkältet, schnupfen und die Erkältung hält sich bis jetzt und deswegen war ich ja auch nicht online. Dann gab es hier Probleme mit dem Internet und ja, jetzt habe ich wieder Internet. Ich bin so froh, weil das war so doof, immer nur mit Handy und dann, das war einfach blöd. Und wir sind alle erkältet und die Kinder sind erkältet.
Das schlaucht dann zusätzlich, wenn man selber noch erkältet ist. Wie oft kann man dieses Wort erkältet sagen? Ja, wir sind etwas angeschlagen. Ich hatte trockene Hände. Ich hatte sogar Schwindel, das weiß ich noch. Ich bin aufgestanden, wollte irgendwas machen. Und auf einmal, boom, mir wurde komplett total schwindelig. Und ich musste mich wieder hinsetzen, was trinken. Und dann ging es langsam wieder. Meine Brust wird eindeutig größer. Das habe ich in dieser Woche festgestellt. Beziehungsweise mein Freund hat das festgestellt, dass da einiges dazugekommen ist. Trinkfavorit immer noch Bio-Zitronenlimo. Essen sehr gerne Nudeln vom Italiener. Ja, ich glaube, ich hatte mir jeden zweiten Tag oder so Nudeln vom Italiener bestellt. Und ja, das war dann doch sehr lecker. Zwar nicht gesund, aber lecker. In dieser Woche hatte ich dann auch sehr schöne Haare. Wie ich jetzt finde, dass sie das nicht mehr sind. Also ich muss mir die echt jeden Tag waschen, weil ich finde, dass die total schnell fetten. Und jetzt habe ich auch wieder Haarausfall gekriegt. Und jetzt gefallen mir meine Haare gar nicht mehr. Das war's von der 13. Woche. Kommen wir zu der 14. Woche. Ich hatte Unterleibsschmerzen. Richtig dolle Unterleibsschmerzen. Ich habe erst gedacht, das wären Dehnungsschmerzen. Und ich habe mich damit total lange rumgequält. Ja, in der 13. Woche, glaube ich, hatte ich nochmal. Oder Ende der 13. Woche. Ich hatte auf jeden Fall nochmal einen Ultraschalltermin. Einen Vorsorgetermin, da habe ich ja noch ein Bild bekommen, das muss ich euch auch noch erstmal zeigen, ne? Das geht ja so nicht, dass ich euch das hier nicht zeige. Ja, genau. Da sieht man nämlich noch viel mehr. Hier. Da ist das Köpfchen. Hier so. Verläuft der Rücken, da ist ein Bein und hier geht so der Arm und hier ist so die Hand und da ist der Daumen im Mund, wenn man das erkennen kann. Und hier unten nochmal, da sieht man richtig, ja, hier so schön den Kopf, hier sogar ein bisschen die Wirbelsäule, sieht man das? Und hier der kleine Pops. Und hier die Beine richtig angewinkelt. Voll süß. Ja, genau, das wollte ich noch zeigen. Aber jetzt zurück zur 14. Woche. Zu der letzten Woche. Ich bin ja jetzt heute in die 15. Woche gekommen. Deswegen berichte ich euch jetzt ganz aktuell von der letzten Woche, was da alles passiert ist. Und zwar, wie gesagt, Unterleibsschmerzen. Ich dachte, es wären Dehnungsschmerzen und ich habe mich damit, glaube ich, 3 Tage oder so rumgequält und irgendwann war es so schlimm, dass ich von den Schmerzen noch nicht mal mehr einschlafen konnte. Diese Schmerzen, die gingen bis in den Rücken und ich dachte, oh mein Gott, das fühlt sich echt an, als hätte ich schon irgendwelche Wehen und ich kam damit echt nicht klar. Und die haben wirklich so in der Leiste, hat das so gezogen und ja, das hat sich dann auch ausgestrahlt auf den gesamten unteren Bauchbereich und ja, das war gar nicht so schön und deswegen bin ich dann zum Arzt gegangen. Leider war meine Ärztin mal wieder im Urlaub, immer wenn sowas passiert, hat meine Ärztin Urlaub und naja, da musste ich halt zu einem anderen Arzt gehen. Ja, und der meinte halt, dass es Vorwehen wären, aber dass das Kind soweit gut entwickelt ist. Und zwar hatte es ich habe mich auch noch gefragt, weil meine anderen Kids, also bei meinen anderen Schwangerschaften war das so, dass ich
die Babys schon ein bisschen früher gespürt habe, so ab der 13. Woche schon. Und ja, ich habe jetzt schon mal so ein ganz leises Pucken gemerkt, aber man konnte es jetzt noch nicht wirklich ausmachen, ob es jetzt ja das Baby ist oder irgendwas anderes. Und jetzt habe ich erfahren, dass ich eine Vorderwandplazenta habe. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, liegt die Plazenta vor dem Baby irgendwie, also ja, so an der Bauchdecke. Irgendwie, also total komisch. Auf jeden Fall, wenn das Baby tritt, dann tritt es gegen die Plazenta. Und deswegen kann es noch ein bisschen dauern, bis ich wirklich richtige Tritte erst, ja, also richtige Tritte merke ich wahrscheinlich erst viel, viel später. Leider. Ja, genau. Ansonsten war aber alles in Ordnung. Also die Hände wurden gesehen, beide Füße wurden gesehen, die Bewegungen vom Baby waren unauffällig. Mein Gebärmutterhals hatte eine Länge von 6 cm. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut war oder ob das schlecht war. Genau. Ich gucke gerade. Also vor Schädelsteißlage, also es lag mit dem Kopf nach unten. Und es hatte da gemessen 7,6 Zentimeter so lang, vom Kopf bis zum Steiß. Ein Kopfumfang hatte es von 9,11. Ich glaube Millimeter. Das steht nämlich jetzt nicht dabei. Ja, auf jeden Fall hat es der Schwangerschaftswoche entsprochen. Ach genau, und gewogen hat es zu dem Zeitpunkt 88 Gramm. Ja, das Foto zeige ich euch jetzt nicht, weil man da nicht so viel drauf erkennt. Aber das hier kann ich euch zeigen. Ja, das sieht so klein aus im Gegensatz zu den anderen. Also hier ist der Kopf, da ist der Bauch und hier sind zwei Beine, hier ist ein Arm und da ist ein Arm. Ja, hier auch nochmal Kopf und ein Bauch. Ja, und irgendwo Arme und Beine. Ja, ich habe dann eine höhere Dosis an Magnesium verschrieben bekommen. Das waren die, sonst hatte ich die 125er, also 125 Milligramm, jetzt habe ich 250 Milligramm. Da soll ich zwei Stück jetzt jeden Tag nehmen, einmal morgens, einmal abends. Und ja, das habe ich auch einen ganz guten Griff bekommen. Ich schiebe diese Unterleibsschmerzen bzw. diese Vorwehen auch ein bisschen auf Stress und auf meine Erkältung, weil es ist jetzt schon viel besser geworden. Ich hatte jetzt bis jetzt gar keine Vorwehen mehr und ja, ich hoffe, dass es doch so bleibt und ja, dass jetzt nichts mehr passiert, weil ich möchte endlich mal anfangen, das ein bisschen zu genießen. Ansonsten ging es mir gut. Ich hatte leichte Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen und ich hatte extrem Hunger auf deftiges Essen und mein Essensfavorit war, ja, wie gesagt, also deftiges Essen und dann Süßigkeiten, diese M&Ms, also diese extrem großen M&Ms, die es jetzt gibt, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Schoko, also ohne Nüsse. Und einen neuen Trinkfavorit hatte ich, und zwar war das Volvic Juice. Ja, dann will ich euch noch zeigen, was ich geshoppt habe für die Schwangerschaft. Und zwar ist das von Belly Button. Ich wollte das von Hip haben, aber ich habe das nirgendwo gefunden, diese Body Butter von Hip, die ich eigentlich sonst immer benutze.
Aber ich habe den nirgendwo gefunden. Und jetzt, wo ich das dann gekauft hatte, dann hatte ich es gefunden. Ja, jetzt brauche ich es erstmal nicht. Auf jeden Fall habe ich mich dann damit abgefunden, mit dem Belly Button Mama Streifenlos Body Balsam. Und das riecht ganz toll. Und das hat keine Zusatzstoffe, also null Silikone, Parabene, Mineralöle, Farbstoffe, also auch ohne Parfüm, also auch sehr gut hautverträglich. Riechen tut das genial, finde ich. Es riecht irgendwie seifig, irgendwie so, ja, so, ich kann das gar nicht beschreiben, also ein bisschen blumig sogar, würde ich sagen. Ja, das ist von Belly Button. Ich glaube, das hat 6 Euro oder so oder 7 Euro gekostet. Was ist das hier? Und das ist voll die süße Aufmachung, oder? Ich finde das voll cool. Ihr könnt ja mal das Bild anhalten, dann könnt ihr mal schauen, was da drauf steht. Und so viel ist schon weg. Ich bin echt fleißig mit Cremen. Ich habe zwar schon Streifen und ich denke, dass wieder welche kommen werden, aber die leise Hoffnung bleibt, dass es vielleicht doch nicht so sein wird. Dann habe ich mir noch das Duschgel davon geholt. Belly Button Mama Wohlfühlzeit. Das riecht auch genauso wie die Body Butter und ist von der Konsistenz eher wie eine Lotion. Ja. Sieht so aus. Und dann habe ich mir noch das Öl gekauft. Das benutze ich immer nach dem Duschen. Und die Body Butter, die benutze ich jeden Morgen und jeden Abend. Damit creme ich mich nur ein. Und dieses Öl, das benutze ich halt, ja, wie gesagt, nach dem Duschen. Und da reibe ich mich erst mit ein. Und dann beginne ich mit so einer leichten Zupfmassage. Das ist das Körperöl hier. Zip. Ja. Na, fokussieren. Jetzt. Ja. Nichts Spannendes. Und dann, macht man das hier so auf. Ja, ist auch noch verhältnismäßig viel drin. Ich nehme da echt immer ganz, ganz wenig von. Ja, weil ich mag Öl eigentlich nicht so. Und ich war in Rossmann und habe mein Geschenk abgeholt. Weil wenn du schwanger bist, darfst du dir ein Geschenk in Rossmann abholen. Und zwar füllst du dann einfach eine Anmeldekarte aus. Und dann bekommst du ein kleines Geschenk. Das sind diese Willkommenspakete. Die gibt es für Babys dann, also wenn das Baby geboren ist. Und für die Mama, wenn das Baby noch im Bauch ist. Und ich muss sagen, Rossmann hat sich Mühe gegeben im Vergleich zu den vorherigen Jahren, wo es einfach nur so eine Pappbox gab. Und zwar, Entschuldigung, gibt es jetzt eine kleine Tasche. Hier. Mit so einem süßen kleinen Esel drauf. Und was steht da drauf? Kleine Schaumschlägertasche. Ist das nicht süß? Da wollen wir mal reingucken. Ich habe schon mal reingespickt. Ganz heimlich. Ach so, hier steht das dann auch noch mal drauf. Babywelt. Ja, von Rossmann. Ja, wollen wir mal gucken. Und zwar war da hier, das hang an der Tasche noch dran. Bald bist du da. Das war ein kleiner, so ein kleines Kärtchen. Ja, wollen wir mal gucken. Hier haben wir schon mal ganz viele Coupons, meine Couponsammlung. Geschenklisten, Couponsammlung, also. Da kann man immer mal so ein bisschen sparen. Zum Beispiel hier Penaten. Da kann man 70 Cent sparen, wenn man das dann abgibt. Ja, oder. Da sind echt ganz viele Sachen dabei. Und dann hier
Das ist ja cool. Checkliste für Schwangere. Beschwerden. Wie geht's mir? Die wichtigsten Termine. Das sind ganz viele Tipps. Tipps und Tricks drin, die man ja sich so erlesen kann. Ja, Sport für zwei. Also echt schön. Echt, echt, echt cool. Erstausstattung fürs Baby. Hey, das ist ja auch nochmal cool, oder? Können wir das sehen? Ups. Cool. Ja, das war schon mal dabei. Sehr, sehr schön. Dann eine Anmeldung zum Weitergeben. Also so sieht die Anmeldung aus. Wenn ihr das nicht wisst, dann wisst ihr es jetzt. Und das füllt ihr dann einfach aus. Ja, genau. Hier zur Anmeldung. Und wenn ihr schon weitere Kinder habt, dann könnt ihr die hier auch eintragen. Dann kriegen die, glaube ich, auch noch was. Ja, und hier gibt es das, hier gibt es diese Geschenke sofort zum Mitnehmen. Also wenn ihr das hier direkt ausfüllt, dann könnt ihr das sofort mitnehmen. Die Vorfreude-Tasche, das ist die ich euch jetzt gerade zeige. Dann gibt es das Hurra-Paket für frisch gebackene Eltern. Dann kriegt ihr Elternmagazine, Couponpost, kostenloser Newsletter, wenn ihr eure E-Mail-Adresse angebt. Und Geburtstagspost bekommt ihr auch noch. So sieht das dann aus. Ja, sehr, sehr schön. Und wer diese Anmeldung haben möchte, der schreibt mir bitte unten in den Kommentaren. Und dann gebe ich die natürlich weiter. Ihr könnt natürlich auch in einen Rossmann in eurer Nähe gehen und könnt euch die holen. Aber da ich weiß, wie schnell die vergriffen sind, hebe ich die mal für euch auf. So, dann haben wir hier von Veleda Baby Derma Babycreme mit Malve. Parfümfreie Lotion. Echt schön. Kann man Baby mit eincremen. Vielleicht verwende ich das aber schon. Hebe es nicht auf, bis das Baby da ist. Weil die anderen freuen sich auch darüber. Genauso wie die Milk Lotion. Die wird auch schon benutzt. Die werde ich auch schon benutzen. Für die Kids. Weil ich finde die echt gut von Hip. Ja, die riecht auch ganz lecker, finde ich. Oh. Naja, kann ja nicht schaden. Dann cremen wir uns gerade mal mit ein und können den Duft, oder ich kann den Duft genießen, eher nicht. Und ja, es riecht so nach Baby, oh mein Gott. Ich finde das so toll. Wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, ist also ganz weiß und super für die Haut. Deswegen creme ich ja ein bisschen, hinterlässt auch keine Rückstände oder so. Einfach nur weiche Haut. Gut, dann was für die Mama, was ich super gebrauchen kann, weil meine all geworden sind. Rivel de Loop Hydro 3-in-1 milde Reinigungstücher, feuchtigkeitsarme, für feuchtigkeitsarme Haut, reinigen, klären, Make-up entfernen, auch wasserfest ist, alkoholfrei. Einmal Reinigungstücher. Wie viele sind da drinne? Steht nicht drauf. Auch nicht schlimm. Ich nehme sie trotzdem. Und dann, weil wir wissen, in der Schwangerschaft kann mal was daneben gehen beim Lachen, Husten, Niesen etc. Ihr wisst, was ich meine. Nehmen wir doch auch die Always mit. Und zwar steht da drauf, extra für Schwangere, das ist Nestlebeinlage. Die Always-Produkte können Ihnen helfen, sich während der Schwangerschaft immer trocken, frisch und sicher zu fühlen. Voll schick gemacht, oder? Ganz schön schwanger. So sieht dann das Packen, der Packen aus. Ja, werde ich bestimmt noch gebrauchen können.
Und darauf freue ich mich schon ganz besonders, weil es ist auch ein Hautöl von Kneipp. Mandelblütenhautzart, Spezialpflege. Für trockene und sensible Haut wirkt aufbauend, intensiv pflegend. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt direkt, also speziell für die Schwangerschaft, aber ich denke doch, dass es seinen Zweck erfüllen wird. Wir wollen mal aufmachen und wollen dran riechen. Ich hoffe, dass ich überhaupt mal was riechen kann. Achso, hier ist auch noch so ein kleiner Beipackzettel bei. Und so sieht die Flasche aus. Fokussieren. Da wollen wir mal rein schnuppern. Wie das schnuppert. Wenn ich es richtig rieche. Es riecht so ein bisschen nach Mandel, finde ich. Mandel, blumig. Ja. Mandelblütenhautzart, ja. Ist klar. Gut. Das hat man auf jeden Fall rausgerochen. Jo. Was war denn da noch dabei? Gut versteckt und trotzdem entdeckt. Die Baby More Hydra Splash multifunktionale Cremegel für normale bis Mischhaut zur täglichen Feuchtigkeitspflege oder als Maske mit Feuchtigkeitsboost mit Meeresmineralien und Vitaminen. Passt gerade super, weil ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich habe Pickel bekommen, also ziemlich unreine Haut. Und dann werde ich das doch mal ausprobieren. Das ist doch cool. Das ist doch mal wirklich was Nützliches, ne? Ja, was habe ich denn hier noch? Von Sebamed. Waschlauschen, Haut und Haar, pH-Wert 5,5. Biologischer Schutz für zarte Babyhaut. Das werde ich wahrscheinlich auch schon direkt verwenden. Sebamed, das ist ja wirklich die Arztseife schlechthin, finde ich, oder? Täusche ich mich da? Riecht aber auch so, ja, wie so Seife aus dem Krankenhaus, finde ich. Und weil davon noch nicht genug ist, nehmen wir... Ich habe, ja, die Creme habe ich schon. Also das Ganze mal im Tegel, Gesichtscreme, Brightener, verwöhnte Feuchtigkeitspflege. Ich glaube, die habe ich euch auch schon mal vorgestellt von Baby More. Brauche ich nichts zu sagen, bin ich absoluter Fan von. Und Aufbaucreme, Hyaluronkomplex Anti-Aging mit Q10, medizinische Hautpflege. Oh, ja, ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube, ich kriege schon Falten. Wollen wir die auch mal ausprobieren? Ja, im Alter braucht man sowas. Wollen wir auch mal dran schnuppern? Ja, riecht glaube ich genauso. Also in etwa genauso wie die Waschlotion. Ja, damit war es das auch schon. Und ja. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal, zeige euch aber noch schnell meinen Bauch, der noch nicht wirklich babymäßig ist, aber das kann ja noch kommen. Ja, und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich verspreche nichts, aber wenn nichts dazwischen kommt, dann werde ich meine Updates wöchentlich machen. Ansonsten könnt ihr mich wie immer verfolgen, Facebook, Instagram, Twitter. Obwohl ich in Facebook, glaube ich, zurzeit mehr aktiv bin wie in den anderen Portalen. Ja, wenn euch meine Videos gefallen, dann könnt ihr mich auch gerne, ich glaube, hier oder da abonnieren. Das ist kostenlos. Und ihr könnt mir auch einen Daumen hoch geben. Ach so, und ich möchte noch
die neuen Abonnenten begrüßen. Ich weiß, wir sind nicht viele, aber es läppert sich und ich sag nur, go Frauenpower, es geht nach oben. Ja, gut, wie gesagt, ich rede nicht lang drum rum und zeige euch jetzt schnell meinen Bauch. So, ihr Lieben, das ist mein Bauch von der mittlerweile 15. Woche. Ich hoffe, man kann was sehen. Ja, ich sehe heute so schick aus, ne? Aber Gammel-Look, heute ist Samstag, heute darf ich das. 15. Woche im angezogenen Zustand. Ein bisschen sieht man schon, finde ich. Einmal so. Und einmal so. Specki. Ja. Naja. Okay, gut. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Macht's gut. Ciao. It's like a kiss from an angel. When I see you walking in that door, I've been blessed when a stranger came along for me to adore.